Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder am Start hier, und zwar unsere GS500 läuft noch nicht, nur mit Bremsreiniger. Und heute sind wir am Start und versuchen das Ding jetzt zum Laufen zu bringen, weil wir haben noch ein wenig Arbeit. Wie ihr beim letzten Mal gesehen habt, Kette ist drauf, der Arsch ist weg. Was mein lieber Herr Nachbar mir oder uns bereitgestellt hat, kann man den Tank wegmachen und können mal Sprit reinmachen und direkt über die Benzinleitung oder direkt in die Vergaser. Und zwar ist unser Problem, wir vermuten, dass der Benzinhahn was hat. Wir werden jetzt alles abklemmen, den Tank wegbauen, dann nehmen wir den Provisorum-Tank da, gehen direkt auf den Vergaser und gucken, ob das Ding läuft. Ah, stopp. Den Tank können wir doch eigentlich gleich zum Lachen bringen, oder? Wir wissen doch eigentlich jetzt, was bei der Farbe, das man nehmen, oder? Wenn wir euch abstimmen lassen, es kam British Racing Queen dabei raus, können wir vielleicht nächste Woche wegtun, oder? Dann ist ja übernächste Video da, also denke ich mal nach zwei Videos. Ich habe nächste Woche zwei Wochen Urlaub. Werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen, wie das Ding hier zum Lackierer kommt. Also, wir legen los, wir bauen den Tank ab und... So, ich weiß zwar jetzt gerade den Namen nicht, aber einer hat gefragt, wie mir das mit dem Tau gemacht habe, wegen Runa-Sitze. Ganz einfach, ganz kurz. Ihr setzt den Lampehalter da runter, er sitzt da mal da oben, nehmt einfach die Schraube und geht da runter. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, dann abflexen, das hebt wunderbar mit einer Schraube. Dann könnt ihr nämlich mit dem Tau runterfahren. Schon vorher ging es nicht, weil der Scheinwerfer... Ja, hier sitzt. Also Scheinwerfer runter, dann kann der Tau runter machen, runter biegen, dann kann man ein bisschen runter biegen, dann passt es. Aber der kommt so. So, wir haben den Tank jetzt abgenommen, haben die Leitungen, wo auf den Tank gehen, abgesteckt. Und die Leitung hier unten ist direkt, wo vom Benzin ankommt. Den werden wir jetzt hier am Hahn abstecken, den Behälter dran machen und gucken, ob es läuft. So, sie läuft. Leute, sie läuft. Also ist das Problem der Benzinhahn. Entweder haben wir es verkehrt um angeschlossen. Kaputt soll dann mal nicht sein. Wir klappt verkehrt angeschlossen am Tank. Das heißt. Das kann sein. Wir bauen jetzt mal alles wieder zusammen und gucken mal, wo der Fehler lag. Sie läuft. Jetzt, Achtung. Wir schließen das Ganze wieder an hier. Und zwar waren die zwei Schläuche, was ich vermute, vertauscht. Einmal der hier und der hier. Die werden wir jetzt tauschen, dementsprechend auch kürzen. Und dann probieren wir das Ganze nochmal. Und dann sehen wir, ob das Ding läuft. So, ich habe jetzt alles angeschlossen, die zwei Schläuche verdreht. Stunde der Wahrheit. Thank you.
was machen wir als nächstes? Und zwar der Tank kommt am Montag höchstpersönlich von mir weg zum Lackieren. Wir müssen noch Vergaser synchronisieren, dass er gescheit läuft. Wo ist denn der Koffer? Hier. Ich zeige euch das mal, da wir einen doppelten Vergaser haben, der mit Unterdruck gesteuert ist, müssen wir beide Vergaser synchronisieren, so dass sie gleich sind, dass die Schieber beide auch gleich aufgehen. Das müssen wir jetzt noch machen. Erklärst du den Leuten jetzt, wie man das am einfachsten daheim zum Gerät selber macht, oder? Ja. Da ein bisschen Content, ein dummes Gebabbel von uns, ne? Genau. So, ich erkläre euch das Ganze mal. Wir haben hier zwei Vergaser, die laufen, müssen beide synchron laufen. Der Vergaser hier ist Unterdruck gesteuert. Hier sind die Anschlüsse dazu. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber hier kann man das Ganze einstellen. Die sind beide miteinander verbunden, sodass die zwei Schieber hier, die sind über Unterdruck gesteuert und die müssen synchron sein. Ansonsten läuft es scheiße. Das heißt, zeige ich euch mal kurz das Ding hier. Die Uhren. Da sind übrigens Unterdruckschläuche dabei, die könnt ihr anschließen hier und nehmt euch zwei Messuhren. Jetzt haben wir hier eine Skala. Wenn ihr das anschließt und laufen lasst, das Motorrad, muss betriebswarm sein auf jeden Fall und der Choke muss draußen sein. Standgas muss stimmen. Dann werdet ihr sehen, wo die Nadel hier ausschlägt. Und die sollte im Optimalfall immer im grünen Bereich sein und das beide exakt gleich. Das Ganze kann man hier dann einstellen. Und ja, wir versuchen es jetzt mal. Achso, übrigens, was ich vergessen habe. Im nächsten Video definitiv werden wir schweißen. Das heißt, die ganzen Schweißarbeiten werden kommen. Für alle, die ihre GS500 umbauen wollen, schaut es euch an, bleibt dran, abonniert den Kanal, weil wir erklären euch 1:1, wo ihr jedes Blech ansetzen müsst und so weiter, dass ihr wirklich keine Fehler macht. So, ihr nehmt die Unterdruckschläuche, macht sie hier drauf. Jetzt habe ich die Kappen hier weg, jetzt schließt ihr das genau. Bitte? Über die Löcher hier. Jetzt machen wir das Ding voll mit Sprit, weil es muss ein bisschen laufen, warm sein und so weiter. Jetzt starten wir es immer. So, wichtig ist, warm laufen lassen, Choke muss draußen sein und Standgas so einstellen einigermaßen, dass es passt. Also wir müssen jetzt hier aufmachen, so dass die Nadeln sich leicht bewegen. Die dürfen nicht so hüpfen. So. Beidseitig. So, wie ihr seht, steht es auf 0. Man sollte versuchen, die auf grün zu kriegen. Weil die Jungs ja jetzt eigentlich schon die ganze Zeit immer so viele soziale Projekte gemacht haben und Firma Stahlwerk das unterstützen wollte, mit rauskommen. Achso, da ist nichts. Deswegen hat sich die Kamera geklaut, Alter. Schick mal, was macht meine Frau mit der Kamera, Mann? Die Firma sponsert euch komplett. Was zum Anfang, das Schweißen. Komplett Schweißgerät, Helm. Ja. Ein Stück. Ja. Okay. Leute, zieht's euch rein, ehrlich. Gänsehaus. Und gleich Pipi in die Augen. Oh, shit. Das ist so schwindlig, Alter.
Und ein Carbon-Helm. Mach keinen Scheiß. Doch. Wo du mir noch gestern geschickt hast, dann ja. Ist haben sie mich draufgehauen. Alter, jetzt bin ich fertig, Mann. Jetzt bin ich aber richtig fertig. Scheiße, Alter. Rein auspacken. Ja, Mann. Also wir unterbrechen jetzt die Synchronisierung vom Moped. Also wir unterbrechen das Synchronisierungsprojekt jetzt, weil es gibt da eben ein paar Probleme. Dazu sage ich euch jetzt gleich noch was. Auspacken. Wir gehen mal rein. Alter, du machst mich gerade fix und fertig, Alter. Tschüss, Alter. Also, vielen lieben Dank erstmal an den Marco, der uns das ermöglicht hat. Ich bin immer noch sprachlos und erstmal vielen Dank an die Firma Stahlwerk, ja. Dass die solchen kleinen YouTuber wie uns, wo erst vor einem Dreivierteljahr angefangen habe, die Chance gebe mit so einem Top-Gerät. Ich bin ehrlich, ich habe gestern noch bestimmt eine Stunde auf eurem YouTube-Kanal rumgeguckt und habe die geilen Videos von euch angeschaut und habe gedacht, ey, das wär's. Ein bisschen Kohle auf der Seite, ich komme so ein Schweißgerät her. Und jetzt kommt da Marco und bringt uns das komplette Sortiment. Plus diesen mega geilen Carbon-Helm. Zeige mal euch gleich. Der hat mir gestern ein Bild geschickt und meint, ey, wenn dann so ein Helm ist, ja klar, ne? Hier, ne? Geil. Brutal. Da hast du nur ein paar Worte. Was soll ich sagen? Also, ich hätte jetzt damit nicht gerechnet. Jetzt nochmal vielen Dank nochmal an die Firma Stahlwerk. Wir sind geschockt. Schock pur, Mann! Schock, ehrlich. Also nochmal vielen Dank an die Firma Stahlwerk. Wir packen das jetzt aus. Kurz nochmal hierzu. Und zwar spielt der Vergaser nicht so mit, wie wir es wollen. Der dreht, er dreht hoch, aber bleibt immer hängen auf der Drehzahl. Den Fehler müssen wir jetzt finden. Ich hätte auch eigentlich jetzt gesucht. Allerdings ist der Marco jetzt gekommen und hat uns hier eine Überraschung gemacht. Deswegen, wir beenden das jetzt hier. Auf jeden Fall, sie läuft. Demnächst geht's weiter. Ja, wir haben hier das Schweißgerät. DC-TIG 200 Puls. Dazu haben wir auch die Schweißdüsen. Gehe ich mal davon aus, ja, das sind Schweißdüsen. Dazu bekommen. Und ich weiß noch nicht, was da drin ist. Aber... Ich weiß es. Wahrscheinlich ein... Ich weiß es. Dann packen wir mal als allererstes so. Ein Schweißhelm. Da hat mich gestern so richtig geil drauf gemacht. Weil ich habe gesagt, wir brauchen einen Helm, ja? Dann habe ich ein Bild geschickt von Amazon, von tollen Graffiti-Helmen. Dann hat er mir nur ein Bild geschickt von einem, ey, wie wär's mit einem Carbon-Helm? Ich dachte, ja klar, logisch, ne? Kostet ja nichts, ein Carbon-Helm. Dann hat er mal ein Bild geschickt von der Firma Stahlwerk. Und ich dachte, das wär's. Wawa, leider, momentan out of stock. Also wenn ihr den kaufen wollt, müsst ihr halt googeln, wann er wieder auf Lager ist. Ja, ich bin mega gespannt, wie das Ding aussieht. Also die Bilder, Carbon, matt, soweit ich mich noch erinnern kann. Gewischt, keins. Ich bin immer noch sprachlos. Auf jeden Fall geiles Teil, ne? Seht ihr? Sieht mega fett aus. Ich bin ganz ehrlich, ich habe von Schweiße 0,0 Ahnung, aber ich habe mega Bock drauf. Das habe ich auch Marco die Tage gesagt, dass er mir, weil er kann Schweiße und er muss mir das ein bisschen beibringen. Zumindest wohl die Basics, weil ich verstehe nur Bahnhof, aber da wir jetzt ein super geiles Gerät hier in der Hütte haben, protzen mal das dann mal scheißegal. So, und jetzt gehen wir zum Mega-Karton. So. Oh, Gummibärsche. Dankeschön. Aufkleber. Aufkleber, die kommen auf jeden Fall hier auf unserer Sponsorenwand. Neben das Schweißgerät. Das ist ein Magnetschale. Schale für Schrauben. Ah, Mega haben wir auch nicht. Man muss echt sagen, das Logo von Stahlwerk ist sieht auf jeden Fall. Wie Ding, Superman. Ey, das ist Wahnsinn. So. Nochmal Gummibärchen, nochmal Aufkleber. Kommen wir zwei an die Wand. Also die Leute. eBay, Amazon, YouTube, dem eigenen Channel für die Produkte. Facebook, Instagram, Google. Findet ihr alles unter der Videobeschreibung bei uns. Oder ihr scannt jetzt euren Fenster ab. Nochmal Schweißdüsen. Ich mach das raus. Boah, ist schwer. Ey, das Logo ist echt... Das ist das Shit.
Aha. Puh. Das ist Qualität, ne? Sag mal. Das ist auf jeden Fall kein. Und ein mega guter Schlauch an. China. Puh, kannst du ins Moped rumlaufen. Was haben wir hier? Stahlbürste. Das Coole an der Anlage ist, man kann mit der nicht nur Wick schweißen, sondern man hat gleichzeitig Elektrode mit drin. Also das heißt, ihr habt mit dem hier den Elektrodenhalter und könnt dann im Prinzip auch Elektrode schweißen. Ah, ja, so wie wir die letzte genau. Maschine gemacht haben, ne? Mit dem Pen, genau. Mit dem Hammer wegschlagen und so. Der Hammer ist auch dabei. Da haben wir es auch dabei. Ja, ja. Alles all inklusive. Druckluftanschlüsse. Radbürste dabei. Druckluftschlauch. Und Masse. Ne? Masse, ja. Masse. Stimmt, mega Qualität, gut, das mal an. So, guck mal. Wow. Noch ein Kuli. Also, wir sind immer noch ein bisschen geschockt. Das zieht auch so leicht. Was haben wir hier? Nochmal Zubehör. Nochmal Zubehör. Oh. Ah. Fußtaster. Fußtaster, ja. Ihr habt die Maschine jetzt mit Puls. Das heißt, ihr könnt bei der aber auch mit dem Fußtaster schweißen. Das heißt, mit dem reguliert ihr dann den Strom. Das heißt, das Puls schweißt. Also wie gesagt, ich bin absolut neu im Segment. Ich habe gestern ein paar YouTube-Videos geschaut, dieses Pulsschweißen ist das, wo die Nähe dann immer so... Wo der Strom immer auf und ab geht. Genau, da kann ich eine Linie ziehen, muss aber mir keinen Kopf machen, dass jetzt zu viel Material auftragt. Zu viel Wärme, also dass Wärme. Du weniger Wärme reinbringst. Das ist der Vorteil von dem Pulsverfahren, dass du halt weniger Wärme ins Material aufbringst. Durch die Qualität dann. Also ich bin zwar Kfzler, aber das habe ich jetzt auch noch gesehen mit Fußtaster. Ich kenne es nur von der E-Gitarre. Und da haben wir das Gerät. Marco, vielleicht ein paar Worte von dir? Ich sehe nur Bahnhof. Auf jeden Fall sieht das Ding brutal geil aus. Ne? Vor allem mit dem Ding daneben, guck mal. Bam! Deutsche Qualität. Und das made in Germany, ja. Das ist. Designed and quality controlled in Germany. Aber nicht Deutschland hergestellt, ne? Nicht in Deutschland hergestellt, das ist korrekt. Aber es geht im Schluss durch deutsche Hände zur Endkontrolle, richtig, ne? Es wird in Deutschland kontrolliert, also Endkontrolle gemacht und auch die ganzen Designs von den PCB-Boards, also die Boards, die da drin sind von Elektrik, das Design ist alles in Deutschland gemacht. Also deswegen kann man schütteln, da fliegt euch kein Lötzim entgegen, weil irgendein Kabel nicht richtig hält. Mega. Und das passt jetzt da drauf, ne? Weil das hat der gute Herr mir gestern gebracht. Also die Story dahinter, ja. Er hilft uns ein bisschen im Schweißen. Weil schweißtechnisch sind wir eine Null, noch. Und dann hat er gesagt, komm, er hat noch eine halbe Flasche für uns. Und das kann er uns da günstig geben und hat uns das dazu gegeben. Und er wollte eigentlich mit seinem Schweißgerät vorbeikommen. Und uns immer die kleine Schweißarbeiten an den Projekten machen. Also wir haben 0,0 mit dem gerechnet, weil er durfte gar nichts anmerken lassen. 0,0. Das war ja eigentlich die Idee, dass er mit seinem Schweißgerät richtig herkommt. Und dass er halt dann Gasflasche rumlupfen muss, dass man zumindest mal das hier habe. Aber dass wir hier jetzt bei Clean White ein eigenes Schweißgerät haben mit so einer Qualität, hätte mir das gestern gesagt, hätte ich nicht geglaubt. Ich glaub's jetzt immer noch nicht. Alarm. Das Gute an der Geschichte an, ist, das ist auch selber nicht, ne? Ja, wir können es selber machen, das war mal schneller, ja. Also, wir bauen das Ding jetzt mal schnell auf den Wagen. Und dann, würde ich sagen, gibt es einen ganz kleinen. But like I say, man, always said it. It's not about the destination. It's all about the journey. Ain't nothing changed but the weather.
The dangling carrot and hang from the rear view. Your dreams in the past ain't nowhere near you. Backseat drivers got nothing but two cents. Shotgun riders too biased, they all liars. I should get an A for effort, I'm too tired. But I'm never giving up, that's why I'm kinda admired. So, ihr habt es gesehen, wir sind immer noch geschockt, keine Ahnung. Aber so ist es halt bei uns alles sehr, sehr spontan. Und jetzt, wenn wir spontan eine Eingefahr kriegt, mit einer mega Überraschung. Aber das ist also, ein fettes Dankeschön an Stahlwerk, definitiv. Wie ihr gesehen habt, es ist jetzt alles fertig angeschlossen. Mit der Suzuki geht's demnächst weiter und dann kommt noch ein Video dazu, wie das Schweißgerät funktioniert und so weiter. Auf jeden Fall mega Dankeschön. Der Aufkleber kommt schön über die Maschine. Also nochmal zum Design, ja, von der Firma Stahlwerk. Da habt ihr echt volle Spatze getroffen. Also mit Sicherheit, der, wo die Dinger designt, bin ich mal 99% sicher, der ist so wie ein Star Wars Fan. Weil das kann nur ein Star Wars Fan Designer kreieren. Das sieht so geil aus, wirklich. Brutal. Bin mal gespannt, wann wir das erste Mal was putzen dürfen hier. Das war's, wie gesagt. Ist jetzt ein bisschen Kuddelmuddel in dem Video gewesen. Wir müssten jetzt abbrechen mit dem Synchronisieren, aber. Ihr seht halt mal so, wie es ist, ne? Spontan. Ohne Plan. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön nochmal, Stahlwerk. Super. Alles. Für die, die Interesse haben am Schweißgerät, unten in der Videobeschreibung machen wir die Links rein. Könnt ihr euch alles anschauen. Und dann gibt es das nächste Mal ein Schweißvideo. Ciao. Ciao. Building grown man flow, ain't got time for the children. Now you can boo me, jump off, I'm winning. I still love you though, shout out to the women. Wash you was cool, they was acting wild. Walk in, leave drunk, it was packed for aisle. Belligerent students, man, the shit got messy. Remind me of my first show I did at the Red Sea. I ain't had no DJ, just the